Ja, dann holen wir doch mal wieder unsere Schrotflinte raus und jetzt geht's hier wieder ziemlich rund. Was zur Hölle? Wo kommst du denn jetzt her? Hä? Wo kam der denn jetzt schon wieder her? Haben sie sich hier rein teleportiert oder was? Ich weiß nie, wo die herkommen. Schrotflinten, Blutbad, okay. Erste Hilfe ist ganz gut, okay. Sturmangriffstraining, was macht das denn? Adrenalinschub? Erste Hilfe, Sturmgewehr, erweiterter Overkill könnten wir freischalten. Sturmwaffentraining, oh, Präzision, Attentat. Ist gar nicht mal so einfach, was man denn hier wählen soll. Also Schmeicheln haben wir schon mal gut, das ist schon mal gut. Spectre-Training. Ich glaube, wir könnten die Pistole mal ein bisschen erhöhen und nochmal das Spectre-Training. Tut auch immer gut. So, jetzt müssen wir uns aber hier noch mit den Rachni-Soldaten rumschlagen. Einer weniger. Oh Mist. Oh Mist. So, erledigt. Oh, ah, scheiße. Selbstmordattentäter-Käfer direkt hinterher. Oh Mann. Diese Viecher, das sind ja... Die sind so nervig. Gut, dann nehmen wir wieder ein Medigel, damit es uns allen wieder gut geht. Haben wir noch drei Medigels, wie ich sehe? Okay, speichern wir nochmal zwischen. Besser ist das. Das sieht schon wieder so aus, wenn hier jetzt gleich irgendwelche Rachni direkt hinter uns auftauchen, diese Mistviecher. Dann werde ich alle die Köpfe zertreten. Oh, ein Zug. Hallo, benutzen wir doch mal den Zug. Central Station. Richtung Riftstation. Hey, das ist wie ein Aufzug, nur dass er nicht nach oben fährt, sondern zur Seite oder geradeaus. Ah, wir diesmal mit Fade Out. Schön. Wir erreichen jetzt die Binhex-Forschungseinrichtung Riftstation. Okay. Dann schauen wir doch mal, was hier momentan los ist. Ich denke mal, dass wir hier gleich wieder mit Besuch zu rechnen haben. Na, speichern wir doch direkt nochmal. Ja, ich merke mir das langsam mit dem häufigen Speichern. Gucken wir nochmal auf die Karte. Was haben wir denn hier? Wir haben hier Fahrstuhl zum Hochsicherheitslabor. Fahrstuhl zum Wissenschaftlichen. Okay, Fahrstuhl zum Mannschaftscasino. Nein, das will ich doch gar nicht. Zurück. Sicherheitslabor, Ventilationsraum zum Sicherheitsbereich. Okay. Dann gehen wir doch erstmal zum Labor oder auch nicht. Dann gehen wir halt eben erstmal hier entlang. Ah, das macht ja die Wegfindung erstmal ziemlich einfach, wo wir denn hin müssen. Nach dieser bequemen Zugfahrt müssen wir uns erstmal in einer Fahrstuhlfahrt wieder... Also so langsam sind das echt viele Fahrstühle, wenn ich das mal so sagen darf. Also echt viele Fahrstühle hier. Okay, die scheinen uns freundlich gesinnt zu sein. Okay, gut. Freundliche Leute. Tut mir leid, wir konnten nicht sicher sein, was in der Bahn ist. Oh. Keine Autopsie, kein Foul. Das ist wohl richtig. Ja, er hat uns nicht erschossen, also alles in Ordnung. Ich wäre nur sauer geworden, wenn sie geschossen hätten. Selbst wenn sie auf Stims sind, kennen meine Leute die Regeln. Zwei Beine gut, vier Beine schlecht. Hören Sie, Sie sind ein Mensch und das ist Grund genug, nicht auf Sie zu schießen. Aber ich würde gern wissen, wer Sie sind. Oh, jetzt können wir wieder sagen. Spectre Alliance Navy? Ja, ich denke mal, wir stoßen mal wieder auf unseren Spectre-Titel an. Ich heiße Shepard und ich bin ein Spectre. Einem schwer bewaffneten Gaul schaut man nicht ins Maul. Letzte Woche haben die Aliens das Sicherheitslabor überrannt. Nur Hanno Lahr konnte entkommen und seitdem tickt er nicht mehr ganz richtig. Wir konnten gar nicht so schnell gucken, wie diese Bastarde sich in meine Kommandoposten verbissen hatten. Und da waren wir noch gut besetzt. Aber im Großen und Ganzen haben sie richtig gehandelt. Sie wurden überrascht und hatten Zivilisten zu beschützen. Sie haben gute Arbeit geleistet, Captain. Ach ja?
Warum liegt es mir dann quer im Magen? Der Aufsichtsrat schickte eine Asari, um hier aufzuräumen. Sie ist gestern ins Sicherheitslabor gegangen und seitdem haben wir nichts mehr von ihr gehört. Eine Asari? Mhm. Vom Aufsichtsrat? Mhm. So. Warum habe ich das Gefühl, dass das Benesia ist? Aber wir schauen mal, was wir denn hier für sie tun können. Ich werde nicht zulassen, dass auch nur einer ihrer Leute stirbt. Ich kann sowieso nur die Stellung hier halten und die Zivilisten schützen. Bei den Zügen gibt es einen Notaufzug. Mit dieser Karte können Sie ihn aktivieren. Er wird Sie runter ins Sicherheitslabor bringen. Wenn Sie erste Hilfe brauchen, gehen Sie zu Dr. Cohen unten in der Krankenstation. Okay, sonst noch irgendwas? Nur die Einrichtung? Kannst du uns dazu was erzählen? Erzählen Sie mir von der Riftstation. Ich kann nicht über alles reden. Was genau wollen Sie denn wissen? Okay, was machen die denn hier? Was für eine Art von Forschung wird hier betrieben? Keine Ahnung. Muss ich auch nicht wissen. Und solange die Leute nicht sterben, ist das auch nicht mein Problem. Wie sicher ist es? Erzählen Sie mir von den Verteidigungseinrichtungen hier. Sicher genug, dass Sie nicht überall rumschnüffeln sollten. Oh, Sie haben irgendwie überlebt. Mich hat einfach Ihr Vorgehen beeindruckt. Eine Woche lang Angriffen standzuhalten, ist alles andere als ein Zuckerschlecken. Nur die Besten werden Hochsicherheitseinrichtungen wie dieser hier zugewiesen. Was mich am meisten beeindruckt, sind die Geschütztürme, Alarmanlagen und Kameras. Sie werden alle zentral in der Nähe des Quarantänelabors gesteuert. Ein Einzelner kann die gesamte Einrichtung abriegeln. Das Sicherheitszentrum ist der letzte logische Rückzugspunkt, wobei wir den ganzen Weg bis dahin von den Geschütztürmen geschützt würden. Ha, das ist ja cool. Da muss ich definitiv mal vorbeischauen. Danke. Ich habe noch zu tun. Ja, ich höre die... Verdammt, alle Mann ausschwärmen! Los! Na, da unterstützen wir doch mal direkt. Ah, kommen sie hier sofort wieder rausgekrochen. In Lüftungsschächten oder was auch immer das ist. So, wo ist das Vieh? Ich seh's nicht. Danke für die Hilfe. Alle paar Stunden kommt eine Gruppe durch den Bahntunnel. Es ist besser geworden, seit wir den Aufzug stillgelegt haben. Ein ziemlich nutzloser Angriff wäre schon, ja. Ich tue, was ich kann. Ich weiß auch nicht, warum die immer wieder gegen unsere Verteidigungsanlagen rennen. Selbst Tiere sollten doch lernen, ihre Nase nicht dahin zu stecken, wo es wehtut. Vorbildlich, haha. Safe-Sicherheit. Ja, möchte nicht mit mir reden, okay. Wo sind wir denn jetzt hier? Wir sind hier bei Captain Interes Büro, okay. Krankenstation, Sicherheit. Nein, was ist denn das hier schon wieder? Da will ich doch gar nicht hin. So. Das hier ist sein Büro. Dann gehen wir mal auf die Krankenstation und können uns vielleicht mal mit ein bisschen Medigel ausstatten. Kranker Wissenschaftler. Woher kamen die? Waren die im Labor? Ich war noch nie im Hochsicherheitsbereich. Sie wollen doch wohl nicht ins Sicherheitslabor, oder? Klar will ich das. Alles hier. Was? Ihre Arbeit. Was machen Sie denn hier? Gehören Sie zu einem der Wissenschaftsteams? Ja, ich wurde kürzlich versetzt. Oh, was studieren Sie denn? Was machen Sie hier? Molekulargenetik. Ich habe mich auf biotisch erweiterte allelespezifische Hybridisierung spezialisiert. Hä? Das war mir ein bisschen zu technisch. Ich bin sehr gut darin, vererbte Variationen in genetischen Sequenzen aufzuspüren. Sicherlich wäre Ihnen das viel zu langweilig. Ah, okay. Aber sie wirkt ziemlich gelassen. Sie scheint die Situation weniger zu beunruhigen als die anderen. Das gehört zu den Vorzügen meiner Meditation, die Sie eben unterbrochen haben. Ach so, ja, dann störe ich nicht weiter. Das wäre vorerst alles. Dann kann ich endlich weiter meditieren. Safe-Sicherheit? Wer ist das denn? Petuzzi. Unsicher. Ich heiße Sie willkommen. Vorsichtig. Ich möchte meine Neugier stillen und fragen, was Sie hier machen. Ich will Ihnen nur helfen. Ich habe gehört, dass es hier Ärger gegeben hat. Insgeheim. Ich fürchte um das Befinden unserer Wachen. Viele sind seit Tagen auf den Beinen. Freudig. Ich kann behaupten, noch einen begrenzten Teil meiner Ausrüstung zum Verkauf anbieten zu können. Oh ja, mitten im Feindgebiet ums Überleben kämpfen und dann noch Geschäfte machen. Klar, immer her damit. Leider. Ein Großteil meines Bestands ist von Captain Ventralis beschlagnahmt worden. Ja, ist vollkommen in Ordnung. Oh, ein Medigel-Upgrade. Oh, eine Lizenz. Ja, die Lizenz kann man immer mitnehmen. Das Medigel-Upgrade eigentlich auch. Da können wir mal hier jetzt anfangen, ein bisschen Zeug zu verkaufen.
Beziehungsweise diese ganzen Stufe 1 Zeug, das brauchen wir nicht. Komm, alles weg, 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 weg. Nimmt nur unnötig Platz im Inventar ein, brauchen wir alles nicht. So, haben wir mal ein bisschen Platz im Inventar geschaffen. Dankeschön. Einkaufen tun wir später. Oh, da ein Medigel. Wer ist das denn? Dr. Palin? Was? Nein! Tut mir leid. Ich habe seit dem Angriff nicht viel geschlafen. Brauchen Sie etwas? Medigel wäre cool. Das Sicherheitslabor. Was wissen Sie über das Sicherheitslabor? Nichts. Ich habe woanders gearbeitet. Soweit ich weiß, ist Han Ola der einzige Überlebende. Okay, wo kann ich ihn denn finden? Ist er auf der Krankenstation? Nein, er ist im Quartier des Wissenschaftsteams. Seien Sie nicht zu hart mit ihm. Er hat eine Menge durchgemacht. Okay. Wir reden später weiter. Dann kümmern wir uns erstmal um den Typen. Denken Sie daran, alle verdächtigen Geräusche zu melden. Ja, natürlich, natürlich. So, im Sicherheitslabor. Da geht es dort entlang, wenn ich es richtig sehe. Yep, hier geht's entlang. Zum abgesperrten Bereich. Angriffsdrohnen. Achtung, Sicherheitsprotokoll ist aktiv. Bitte kontaktieren Sie vor einer Wartung den Sicherheitsdienst. Sicherheit. Okay. Da kommen wir doch bestimmt irgendwie anders durch, als uns da durchzuhacken. Ich habe das Gefühl, dass dann die Türme auf uns schießen und das möchte ich nach Möglichkeit vermeiden. Schauen wir doch mal. Wissenschaftler. Moment, hier geradeaus. Weiter geht's zu den Wachunterkünften. Schauen wir uns mal dort um. Oh, einen Waffensplitt. Den kann man gut hacken. Und durch. Danke. Da kann man Storm und Hammer 3 mitnehmen. Und hier haben wir noch einen Spind. Kriegen wir bestimmt auch eben auf. Ups. Das war's. Edge 3, Avenger 3, Hammer 3. Sonst gibt's hier auch nichts. Okay. Schauen wir nochmal eben in unser Tagebuch. J war das, genau. Ich muss mir diese Shortcuts fürs Tagebuch, muss ich mir echt merken. So. Die versiegelten Labore. Sie können dort mit Gewalt eindringen oder einen diskreten Weg finden? Ja, da versuchen wir es doch mal mit dem diskreten Weg. Wäre wohl besser. Ups, da wollte ich gar nicht hin. Was haben wir hier? Fahrstuhl zum Quarantänelabor. Dann bewegen wir uns erstmal dorthin zum Quarantänelabor. Ich denke ja, wie gesagt, die gewaltsame Lösung wird uns wahrscheinlich die Wachen auch noch aufhetzen und das möchte ich doch tunlichst vermeiden, da wir die Leute doch gerne retten möchten und nicht vernichten. Und da kommen wir dann hiermit erstmal zur nächsten Fahrstuhlsequenz. Hatten wir heute noch nicht oft genug. In der letzten Dreiviertelstunde circa. Das ist jetzt irgendwie der 5. oder 6. Fahrstuhl. So, im Quarantänelabor. Han Ola. Hallo Han. Sie sind wegen denen hier, nicht wahr? Wer ist denen? Die Aliens? Meinen Sie die Viecher da draußen? Ja. Ich bin der einzige Überlebende aus dem Sicherheitslabor. Okay, was ist denn mit den Aliens? Ich möchte mehr über diese Dinger wissen. Über die Rachni? Rachni? Das ist doch lächerlich. Wie lächerlich? Die heißen doch so die ganze Zeit. Okay, wo kommen die denn her? Wo sind die hergekommen? Sie fanden es in einem verlassenen Schiff. Das Ei wartete dort seit den letzten Angriffen. Sie brachten es hierher. Halt die Klappe! Himmel, willst du, dass wir alle umgebracht werden? Ich habe keine Kontrolle darüber, wer hier lebt oder stirbt. Du etwa? Wenn du durchknallst, dann bitte leise. Durchknallen? Ich bin völlig normal. So normal wie noch nie. Das scheint ja zu Problemen zu führen, dieses Thema Rachni. Dann erzähl mir doch mal mehr darum. Ich will alles über die Rachni wissen.